Hi Metalheads, willkommen zur Show Nummer 246. Willkommen zu Metal is Forever, der Rockcast Show. Today's the night. He's here. I just had a nice talk for all fans already from Ronnie Atkins and Pretty Mates. Ihr da draußen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es keine anderen Songs, bis auf die letzte Nummer heute Abend. Das ist dann schon was anderes für morgen schon, die Werbung. Aber heute gibt es erst einmal geile Songs von einer meiner Favoritenband, muss ich echt sagen, seit den 80ern. Aber bevor es losgeht, erst einmal ein riesen Dankeschön an alle, die mir geschrieben haben und sich Sorgen machen wegen dem Typhoon, Odette oder Ryan, wie heißt. Wir sind verschont geblieben bis jetzt, aber es kann ja noch kommen. Und ich habe immer geschaut, hoffentlich kommt das nicht in der Zeit, wo das Interview ist, weil nicht, dass das Internet ausfällt und sowas, kann leicht sein. Aber wir sind verschont geblieben bis jetzt, kein Regen. Und es schaut nach einem stürmischen Abend aus, aber in Sachen Musik heute. So, Freunde, los geht's aber erstmal mit unserem Metalhead of the Day. Unser neuer, fast neuer, wir haben schon wieder mehr dazu gekriegt, unser Micha Delitzer und der Metalhead of the Day. Micha, willkommen im Fanclub. Willkommen, mein Freund. So, Freunde, um es gleich zu sagen, es gibt heute keine Originalvideos, sondern heute gibt es nur, also von Pretty Mates, nur Live-Shots. Es war ein großer Aufwand heute, den ganzen Tag zu suchen, denn es gibt so viele Videos, aber ihr wisst das Problem mit den Labels, können sie nicht einfach nicht spielen. Und wir sind jetzt wirklich ganz vorsichtig, was wir spielen, denn eine Blockade und dann ist die Sendung mal gleich für eine Woche vorbei. Aber ich glaube, ich habe geile Sachen gefunden. Eigentlich auf der Best of the Best von Pretty Mates. Und ich starte heute mit einem Knaller mit Love Games. Ich würde sagen, let the madness begin. Wie du hast, bin Pretty Mates Song ist deine Form. Oh.
Pretty Maids, Love Games, was für ein Knaller-Song. And here is the man, the legend, Ronnie Atkins is in the house. Hello. Ronnie, how are you? In beautiful Denmark, I guess. In pretty cold Denmark, but I'm good. I'm good. I'm fine. Yeah, thank you. Funny clip to see. What's that, from 2018 or something like that? 2018, right. Many today. Many are from 2018. I tell you what, I don't know how many versions I downloaded today from this song, and actually from every song. I think I have about 50 songs, and I picked out 7 of them, the best of the best I could find. And I think it's fine by you. Yeah, sound okay? Yeah, it's okay. I mean, yeah, sure. Everybody's seen the normal videos on YouTube and stuff like that. So that's cool. Pretty cool. For me, this is the real deal, because this is what you get. This is, yes. If you're on a show with a pretty mate, that's what you get. Ronnie Atkins. Yes, and I found many videos right in front of stage, right in front of you. And so closer you can get, you know. So, yeah. Ronnie, thank you so much. You take your time for our fans. The fan club is on duty today, and many love. When I announced that you are here on the show, many loved it. I said, wow, there's... Thank you. Somebody wrote today, Metal Mortal, the red carpet is rolled out, you know, so red out in heaven, my friend. Yeah, I'm happy to be here, so cool. Ronnie, always the first question for our guests, how everything started. Bring us back to the young Ronnie Atkins in the 70s, how everything started. What was the magic moment that you decided, this is my way? Not like Frankie said, I did it my way. Mm. Now you can say I did it my way, because you have 40 years of Pretty Maids. What the fuck? You know, 40 years. 1981 founded. Yeah, it's a long time. Well, I mean, I started out, I mean, my siblings are between 10 and 13 years older than me, you know. So I grew up in the 60s, 70s. I listened to a lot of pop music, actually. They played a lot of Beatles, Bee Gees, and yeah, that kind of stuff. Late 60s music and early 70s music. But every time I visited somebody, my aunt or my uncle or whatever, you know, if they had an acoustic guitar, I had to play it, you know, or piano, or had to sit and drum with two sticks on the pillows or whatsoever, you know. And we used to sing a lot in my family, you know, my sisters and brother too, you know. So that's how it all started, actually. And then I think in the mid-70s, mid-70s, I started listening to some of the first bands I really got into when we're talking about rock music was like the Sweet, Slate, T-Rex, you know, the whole glam scene kind of thing, you know. And then later on, I got into to Kiss and AC/DC, Purple, Black Sabbath, Led Zeppelin, all the stuff. And then later on, the whole new wave of British heavy metal scene, stuff like that, you know, late 70s, early 80s, you know. So you're only 3 weeks older than me, you know. I'm born 64 as well. Okay. You are 19 November, right? I'm 7 December. 16th of November. Yeah. 16th of November, yes. So that's what. So we discovered the new wave of British heavy metal first hand. This was like, for me, was AC/DC, then was Rainbow, the next step, then of course Judas, Iron Maiden. So, but I must say, in your case, when you came, I bought the first album in 84, Red Hot and Heavy, and what I immediately liked on your voice, this was the mix between the clean voice and your rough voice, and you mixed it always, especially then with Future World. This was then the major hit for me, the main. I don't know how many times this album ran all day long, you know, especially Future World, but later on. So I have not many questions, you know. I hope I get out something from you from self when we talk about the songs. When you talk about Love Games, any memories for Love Games? Well, Love Games was actually the first song that we wrote, that was written in the rehearsal room. It was the first song we did for the Future World album. And it was actually written in 84, just when we released the Red Hot and Heavy album. You know, we started writing songs for the next album, you know, so... That's what I remember about Love Games. And of course, we shot a video in New York in 1987 for it, on a skyscraper and stuff like that. And it actually went,
went on heavy rotation on MTV back in 87, together with the title track Future World. And so those two songs are probably some of the most well-known Pretty Maid songs, because where they had a lot of airplay and stuff like that back in the 80s. So that was kind of a game changer, you know. I mean, talking about those albums, like Red Hot and Heavy was actually, I think, the album where we kind of found our own identity, you know, and kind of created our own style, so to speak, you know, the mix between vocals, melodic stuff, you know, vocals, the mix between vocals, keyboards, and a good guitar riff, you know. And I think, you know, a song like Future World is a very good example of that. But that's when we really defined our style and defined ourselves on Red Hot and Heavy. Then Future World came like 3 years later in 87. And that was by far the most commercial success we ever had, actually. And I got to say, to this day, the song Future World is still one of the, I still think it's one of the best songs we ever did. You know, it's got a killer guitar riff and good melodic verses and choruses and hooks and stuff like that. You know, it's just, I think it's just a very good example on a very good Pretty Maid song. And I think yes. Future World is a classic for most fans anyway. Absolutely. I see a lot of fans that here, Johannes Koenig, for example, Red Hot and Heavy, favorite song? From the album, Red Hot and Heavy. I don't know. I mean, I think Red Hot and Heavy is actually a very interesting album, because, as I said, that was where we really found out what we were and what we wanted to do. And I remember when we got to the studio to do Red Hot and Heavy, they had this kind of this Fairlight computer and Synclavier, which was pretty new at the time. You know, it was basically English pop bands that used it in the beginning of the 80s. So we kind of, I think, introduced that kind of stuff to the hard rock world. And I think, listening back today, if I heard Red Hot and Heavy today, I just remember, I always thought Red Hot and Heavy sounded special compared to a lot of other stuff that came out. I'm not saying it's better or anything, but it just sounded different than a lot of other stuff that came out at the moment, yeah, at that time. So I'm those two albums, Red Hot and Heavy, Future World, and Jump the Gun as well, you know, are like seen as the milestones in the band's career, I guess, you know, for talking about the 80s, but it was a fantastic time, you know. There was a lot of focus on hard rock and heavy metal. It was played on the radio, it was on MTV, you know, and then we all know the story. Then the grunge came in 91, 92, and the whole scene more or less died, you know. So it was great times, you know, great times. It was the main thing. Ronnie, I bring you back now to the Knockout Festival in 2018. And mm-hmm. and maybe for every song you hear now, the next songs, maybe you have some memories, especially for the Knockout. And unfortunately, I didn't write where was the Love Games from, only I wrote 2018. But now I know Back to Back is live from Knockout Festival 2018. And right. Let's rock. Are you ready? Yeah. And then we talk about Back to Back. Here we go, Pretty Maids. Shine bright. Fill with the fire in your heart.
Any memories? Share with us. Well, we played the Knockout Festival two or three times. It's always good fun, you know. It's always good fun playing in the south of Germany. Like I said, we've got a great fan base down there, you know. And it's always a pleasure playing back to back because it's a fan favorite, you know. And I mean, that one, Future World, Love Games, and Red Hot and Heavy, those four songs are probably songs that we always more or less put in the set list, you know. So I mean, it's something people expect, you know? I guess during the show we will see this to more songs because I think I chose the fan favorites. Because there are so many classic great songs. You know, it's funny because talking about it's always when we've done something like 16 albums or something like that now, you know. So it's, the more albums you do, the more difficult it gets to make a set list, you know. And a lot of times we can't really agree on that set list, you know. But there are certain songs that we all agree on, that's got to be in the set, you know. And of course, sometimes you're a little. I mean, it's not songs we rehearse in the rehearsal room before a tour because we've done it so many times, you know. And it's like playing Red Hot and Heavy for us must be like when Deep Purple play Smoke on the Water or Black Sabbath play Paranoid or something like that, you know. But you know, the crowd really makes the whole thing fun, you know, because the feedback you get from the crowd and the happiness you can see in the crowd when you play those songs is all worth it, you know. So, and my policy has always been like, give the people what they want, you know, because if I went to see a concert in my younger days, if I went to see Rainbow, I mean, I would expect them to play, I would be disappointed if they didn't play Stargazer, for instance, you know, but they didn't always do that. But you know what I mean? That's what people want to hear. We have so many, of course, the most fans today are Germans, and the most of the people are our fan club, the Metal is Forever United fan club. There is one, Dirk, he says, he greets you, Ronnie, his your music is all through his life. He listened to your music all through his life. Happy to hear that, Dirk. Happy to hear that. And this lady we have to greet now because Elke, she's responsible that you are here. Okay, yeah. I remember the name, yeah. Hi, Elke. Yes. Sometimes I will put some we have only 1 hour, you told me. Or we gave a little bit more, then you let me know. If you have speed up, let me know. It depends whatever you want to know. I mean, it's, I think that we talked a little about
Rhythm Heavy album, the Future World album, the Jump Again. It was the golden era of the 80s, you know. It was definitely something special. And then we moved on to 92 and did the Syndicate album. But when we did it, you know, we had a big hit here in Denmark and in Japan with Please Don't Leave Me, you know. But and you know, that song kind of saved our asses up to the 90s because it was a big hit, you know, because we were allowed to play in venues that, particularly here in Denmark or Scandinavia, where we normally wouldn't play because of that hit, because everybody was suddenly listening either to grunge or, and then came all the categories like all the new metal, suddenly it was, came all these soft genres came along, you know. So, but you know, for me, I used to say that we peaked between 84 and 92, 93 commercially, you know what I mean? Yes. I mean, the last 11 years, I think we've done some of the best music we ever did, to be honestly. But that's my personal opinion, you know. But you cannot go away from the fact that what we did in the 80s is probably what we'll always be remembered for. You know? But, you know, you did it right, because all the videos are mostly 2017. The next song is from 2017, from the Masters of Rock Festival. Okay. Mm-hmm. It's a song, Yellow Rain. Okay. And I would say, let's play it, and then let's talk about this song. Yeah. Here we go. Yellow Rain, Pretty Mates. We'll be right back.
Talking about it, that is another fan favorite, you know, from that golden era. I told you. yeah. I forgot about that. I didn't forget about it, but I really apologize for the sound, you know, in the videos, but you know, we have no choice. You know, it is raw, man. It is as raw as it gets, you know. There's no overdubs here. Absolutely. And you know, for me it was hard because I saw many videos like from DVDs from Japan and everyone, and then perfect sound and lights, and what the hell, why I cannot play it? But we can't. Mm-hmm. Especially since yesterday, if I play a regional, we are blocked for 1 week. I got a warning. So it's so hard for us to do something. Maybe you have a talk to Frontiers Music, you know, because you release everything with Frontiers and they release with Orchard. And this is the problem, you know. But to be honest, I didn't know about it. But I mean, I can talk to the record company. Please. Some other time. Sure. Maybe, say, especially when you come with the next album next year. Yeah. You need some updates here. Okay, you said it's a fan favorite. I guess so. Yeah. I think the next one. It's a fan favorite, and I actually am
in particular remember that gig in 87 in Masters of Rock. We got the whole concert film, actually, so it's there. And it was one of the, it was a very good day, a really magic moment. I just remember that gig in particular. A fantastic day. It's hot as hell, but a fantastic audience as well, you know. So maybe that'll see the light of day one day. I don't know, but it was a very good day. Yeah, and it's a Yellow Rain. Is, yeah, as I said, it's a classic Pretty Maid song for sure. Yeah. It always shows your range, yeah, from the soft voice to the strong voice. Perfect. Yeah, that's what I always love. That's just what, how my sound is, you know. I mean, the funny story is, like, I remember back in the early days, in the 80s, and around the Future World era, there were people that actually thought that there was two singers in the band. but it was just me, you know. But it's just, I don't know why. I've always been singing like that. Since I was a kid, I realized when I was about in my teens or something like that, I could do this, you know, put on the Afterburner and stuff like that. But then again, you know, it's kind of a... That's probably why my voice is recognizable. You know, it becomes some kind of a trademark for me. You know, I mean, and I'm an autodidact man. I'm a self-made man. I never took singing lessons. You know, so I don't really have any specific technique. You know, I guess the technique I have, it's probably not the proper one, but it's learning by doing. You know, so that's just how I sound. How you kept your voice in touch? You're doing this now for over 40 years, and you sound pretty amazing talking about your new album, mm-hmm. you know, the yeah. current album. Yeah. The voice. Let's talk about the new album, because I think the first solo album, right? Yes. Yeah. One shot. Yeah. Yeah, but I mean, yeah, to go back to my voice, I don't know, because I didn't do anything particularly to be good to my voice always. You know, I was a heavy smoker for many years, you know, and I quit like in 2017, actually. And also had my fair share of drinks and stuff like that, you know, but somehow I think the last couple of years, the last 10 years, my voice just, around 2010, I started believing myself again, you know, and I was mentally on top and stuff like that. And I just started singing good again, you know. I really got my voice back. In fact, in 2018 and 19, when I was touring both with Pretty Maids and Avantasia, I was on top of the world until I got sick, you know. And then there was a long time where after I had cancer, right, and then I had surgery and a lot of radiation and chemotherapy, and for a long time, between December and March, April in 2020, I hardly could sing. I couldn't. Every time I went for the high notes, you know, I started coughing and stuff like that. But then suddenly it came back. So, yeah, I'm good now. I'm fine. My voice is in good shape. Also now. Ronnie, we have here the one shot, the current album. Yeah. And I tell you what, this album is hunting me, because there are so many beautiful songs in, and you sing I think you composed it from your heart. For me, my favorite one shot, of course, is great. Then When Dreams Are Not Enough. Mm. What a beautiful song, you know. And Miles Away. But you had a lot of great people working on this album with you. Yeah, name it Kim Marcello. I mean, mm-hmm. Kim Marcello, fantastic from Europe. Yeah, then yeah. Oliver Hartmann. I guess you met him at the Avantasia tour, sure. right? Oh yeah, sure. I mean, Ollie's a good friend from Avantasia. I've got a lot of good friends in Avantasia, you know. But Ollie came by my place after when I was sick in the summer of 2020. Ollie and his wife came up here and stayed here for a weekend, and I played him some of the new songs, and he just said, hey man, I'd love to play on this, just tell me if you want me to, you know. And I asked him, and he did a great job, you know. Pontus Ekberg from King Diamond, you know. I mean, fucking amazing bass player, you know. In fact, the whole team that plays on the album is from this band called The Movies, which was just like a lockdown project, really, you know. Mm-hmm. And the story I told you about before with my voice is that in April, May, Chris Laney, who produced the album also, and also pretty main keyboard player, right?
and who's in charge of at the movies as well. He started that project. He said, he asked me to, hey, tell me if you want to sing on this at the movies project, which is like re-recordings of old classic 80s film scores, movies, you know, like so. So I said, yeah, let me take a listen. You know, so we talked about either doing A View to a Kill, you know, from James Bond, and or We Don't Need Another Hero, or Wouldn't It Be Good with Nick Kershaw. And I said to him, let's try We Don't Need Another Hero, because I love that song. And I said to him, if I can sing it, you know, if I don't know if I can reach the high notes, but just had all this surgery and went through all this, all these treatments. But that was, in fact, the song where I actually found out, hey, I still got the pipes, you know, and it's on YouTube as well, you know, and I still got the pipes and I can do this. And I had all these song ideas. And I was writing a lot at the time to focus on something else than cancer, you know. So it was some kind of a therapy for myself. So that's actually how. Then I just started sending songs to Chris, and he did the instrumentation, and I recorded the vocals, and that's the way we did it, you know. And it turned out as a very well received album. I'm very happy with the one shot album, you know. Beautiful. And it's more, of course, because it's written in a very very rough time of my life, you know, because it's yes. It's really written when I was really sick, and all the thoughts that went through my head, you know, am I gonna die now, or how long time do I have left and stuff. So it's a little, it's more melancholic, it's more reflecting and more personal than anything yes. I've ever done before. Especially you released also four tracks, the acoustic or like orchestral, the four pieces. Yeah, and okay. I was listening with the orchestra. It's unbelievable! What a your voice is better than ever, you know. And that's this. It's the next. I asked you before. You know, we had a little bit time to talk about this. Can we talk about your cancer? And he said, of course, because you're open anyway. So yeah. 2019 diagnosed. You underwent 33 radiations, 4 chemotherapies. Where you got the strength and power to work on an album? I mean, everybody knows in a studio, this is a hard demanding, especially if you're lung, you have lung cancer. Mm-hmm. Where you got this power? But I don't know. I didn't really get really, really, really sick from the chemotherapy and the radiation. In fact, I had 58 radiation therapies because I had some of my ribs too when it spread, you know, but I never really got sick. Some people get really sick from chemotherapy, you know, and thank God I did not. But of course, I was down for a long time. Also, I mean, particularly mentally, and I was very tired for a long time. But I wasn't like, I didn't lose my hair, I didn't lose my nails, I didn't throw up all the time. So I was very fortunate that I wasn't it, that they may come. So thank you, God. But anyways, so I got through all this, and actually been kind of cancer-free now for a year and a half, since April 2020, you know. Then I've had immune therapy ever since, but that's just stopping now. They just stopped giving it to me because my body can't take anymore. So now I'm on my own. Basically, immune therapy is what kept the cancer away, I guess, you know. So now we've got to see what's going to happen, because there's a lot of side effects to it, you know, because to immune therapy, I've had some skin issues and stuff like that, you know. I mean, it's a lot of poison being pumped into your body, you know, that's not supposed to be there, but I don't really have a choice, you know. So if the oncologists, they said, jump, Ronnie, I'll jump, you know, just to live, you know what I mean? Yes. So I'm just happy that I'm still alive and I still feel good. And you never know, nobody knows tomorrow, you know. No one knows what's going to happen, you know. But now, Ronnie, when the news came out with Frankie Banali from Quiet Riot, you know, and he kept it also for himself for half years, and then he went public, and it took a year. He lived one and a half years, now, and then he died, you know. I thought, oh no, not another one of the great ones, you know. But you know what, he was such a powerhouse. And I want to ask you, actually, why is Unsung Heroes not on the album? And then you said, you know, because it's a new album. So yeah, a new album. There's a brand new album. It's done. It's recorded, you know. And I finished recorded and we mixed it in the late October. So there's a new album called Make It Count coming out in March next year. And the video that's out right now on Unsung Heroes is just the first single for that. And in January, there'll be a new single called Rising Tide, really heavy
good, really heavy song. I'm particularly a song I think a lot of Pretty Maids fans would love. It's a bit more metal. But basically, what about this solo album, the first one and the new one here? It's basically just a good song. I mean, melodic rock, you know, melodic songs with a touch of metal. And it's just songs that are either written on piano or an acoustic guitar or electric guitar. You know, it's like when you write a song, you feel you've got a good hook, you've got a good top line, it's melodic, you can't get that out of your head. You know, you got something good, and then it's just as a matter of how you pack it up. You know, so but listen, this is the important thing is that I didn't do this for financial reasons, really. You know, because I mean, that's not that much money involved in doing records anymore. Yeah. But I did it as a therapy for myself to have something really good to focus on, and that's the same situation this time as it was on the first album. You know? I highly recommend now the one shot album. Ihr da draußen, holt euch das Album. Das ist Therapie für euch, für die Seele. It's a therapy for the soul. Listen to the songs. It's a mix between hard rock songs, like you expect from Ronnie Atkins, but there is a lot of touching. It's some pop tunes also. It's very, very fun. Chris Laney did a great job as a producer. Absolutely. I must say, you know. Absolutely. Yeah. And he's your pretty mate as well, you know. He's my very good mate. I mean, I speak to him very, very often, you know, and he worked on the second album as well, and he did a great job again, you know. So, and I don't know. I mean, I'm still writing songs, and I still got a lot of ideas, you know. And right now, the world, well, Denmark is pretty close. I mean, when I finish this interview, I'm going to hurry out to buy Christmas presents, you know, because they're going to lock the whole fucking thing down again. It looks like it right now. Let's play some music, Ronnie. Yeah. Otherwise, you're gone. You have four more videos. Okay. You can play the videos, I hope. You're still here. Three, you have to be here. And then the last one, you're released. Okay. Little Drops of Heaven. Yeah. Also a fan favorite? Absolutely. It is one of the new classics. Let me put it that. It's definitely a classic from the Pandemonium album, you know. That was the album that kind of... Well, we had a kind of a comeback with that one, you know. We never really went away, but that's when we found the fire and the spirit again, you know. And yeah. I remember the very first gig we played in Germany somewhere, and we put in on the Pandemonium tour, we put in Little Drops of Heaven as the third song, because we thought it was a new song. It was the single, and we just had like, wow, people went crazy. So we actually put it down in the encore after that, you know. So. That's a popular modern day Pretty Maids song, I'm gonna say. Yes, and this is from Bang Your Head, 2015. Okay. Little Drops of Heaven. Here we go. Coming your way now, buddy. Down.
them and see your hands again, come on. All over the fucking place, you people in the back as well, come on. Let's do this together, let's sing along. Live on drums of heaven. Sing with me. Drums of heaven. Little drops of heaven. Drops of heaven. Come on, darling. Little drops of heaven. Little drops of heaven. You know, I hear it so loud. It's like I'm right in the middle of the crowd. Like you're the crowd. Yeah. Hang your head, man. It's good memories too. You know, I don't think the festival is happening anymore, but not that I know. But we played a lot of times there, a couple of times. That's always a great memory being there. Absolutely. I know a lot of the people down there, you know, so I miss that. I miss playing live again. Hopefully next year. Ronnie, how is German important for you? If you compare to Switzerland, Austria, the neighbor countries, what is Germany to you? Well, Germany is the first country actually that really took pretty mates to it. You know, I mean, that was the first country really made it actually. And Germany, it's such a big country, and of course, it's the biggest record selling country in the world, I guess, apart from America maybe. But I have so many good German friends and so many great memories from Germany. Also, many Germany fans, and always had a great time. And you know, I've been traveling with Avantasia as well. You know, so I've got a lot of friends in Germany. Throughout 40 years, you know, I still bump into people that work for a magazine in the 80s or the 90s and stuff like that when we're touring, you know. It's always good fun. So I only have good memories about Germany. So I would definitely love to come back to Germany next year and play some shows, one way or the other, for sure. If you see some shirts from the Metal Forever show, then you remember, you say, hey, motherfucker. Yeah, sure, of course. Is there any chance? I have a request, and this particular man means a lot for me now. It's Michel. And Michel asked, he needed an autograph from you. Is it possible that we get some autograph for our fan club? Get an autograph? Yes. Yeah. A card. Should be, an autograph card. Yeah, probably, maybe. I don't know. I don't know if I got any cards left, but we'll find out. We'll fix that. We'll mail about that. Or we send you some pictures, you sign it, and we put the stamps on it, and because the fan club, they would love to have something from you signed. Sure, it would be. So I promised. I said he will be. Could you ask him, please? Yeah. Michel, he's such a lovely guy, you know. And he say, I need it. And he say, hey, here is Michel. He loves you. And he said, promise. Actually, I got some cards. Let me show you something. I got one of these cards, you know. You see that? It's from the Four More Shots. I'll send you one of these, okay? Yes. Wait, I make a pick. It's from where are we at? It's from the Japanese version of Four More Shots, which is like an EP I just did, like I came out a couple of months ago, which is like the one you talked about, I think, with the acoustic songs and some acoustic versions of the songs from One Shot and an orchestral version as well. Yeah, we'll figure that out. Sure. When you say we came to rock, what it brings to me, to you, some memories, especially this song, because this is one of the songs. Also, I guess it's a crowd favor. Yeah, I forgot about that one. Sorry. Yeah, that's another. I told you. That's another crowd. But everything from Future World, you know, is a crowd favorite. Really, I mean, you know, we did this 30th anniversary of Future World a couple of years ago, and it was very, you know, successful to do. You could just see people love to hear that album, you know. And We Came to Rock was actually one of the last songs we wrote for that album, you know, just
month or something before went into the studio. So, but it's a good song. It's a typical Pretty Maids 80s era song, I would say. I think when we did it, you know, when we wrote it, we talked about, like, we need another kind of Red Hot and Heavy kind of, you know, anthem kind of song, sing-along song, you know, and that was the whole idea, because, you know, when we came to rock, though it's slightly different from Red Hot and Heavy anyway. But Definitely one of my favorites. I think this is one of my top three. Yeah. Okay. Let's rock it. We came to rock. And now we are, let me see, we are, I don't know where it is. Maybe you remember where was it. Maybe you see it and say, I remember where was it. Maybe the crowd knows. Some of our fans today, they saw you live, of course, and they remember maybe the place, they remember the stage. Right. Ihr da draußen, wenn ihr merkt, oh, das war bei uns gewesen, das war in Bratteln, oder das war da, oder wo, schreibt es. Yes, we came to rock. Yeah. Ready? Yeah. Stop!
I guess was in Z7 Prattling, Switzerland. No, I actually think it was from our hometown. 2017. Yes. Awesome. Now I remember. Because I said that. I addressed them at some point. So yes, yeah, it is. You're right. Yeah. So we came to rock. Yeah, what a killer. Yeah, but I mean, yeah, as I said, you know, as I said before, I don't know what more I can say about We Came to Rock, you know, apart from that, that is a fan favorite. And a song that still was in the set on the last tour we did sometimes. It's not a song we play every night, you know, but we played it quite a lot of times the last couple of years, actually. Not the last 2 years because we haven't played, but we put it on again in 2017, I think, or something. We brought it into the set again and then played it throughout the last tours we did. So, good song. Ronnie, I ask Herman Frank from Accept and Victory. Mm-hmm. I ask him the same question I ask you now. When I ask him, is it boring to play the songs like from the 80s, early 80s, again and again? He said, no, it's an honor, and I love it. I love mm-hmm. to play the old songs mm-hmm. because there's a special magic. So I think, is there one show after you released this album, the famous Future World album, mm-hmm. was the one show you didn't play this song? I ask for Future World. Was the one time you never played? You have to always play the song, right? No. There's only one song we never played in the past, you know, and that's a long way to go. We put that on the first time we played that song, I think, was on 2017 when we did these 2017-18 when we did these 30th anniversary shows. But long way to go. We never played before 2017. Never. But I think the rest of the songs we play, I mean, songs like Loud and Proud and I think Needles in the Dark, you know, we I Have a Storm partly. I Have a Storm was played sometimes. But those three songs we only played back in the 80s. And Needles in the Dark, maybe one time we played that at Bakken, I can remember. But basically it was like, if you take this Future World, Love Games, We Came to Rock, Yellow Rain, Rodeo. Those five songs are like regulars in the set, or has been throughout the years. I just saw, I see you guys. Voltage Arc are in a house. I see you guys. Yeah, they're waving. There's a new band, very young band from Switzerland, mm-hmm. you know. Mm-hmm. And what do you recommend bands today? Like you're 40 years in the business. Mm. What do you recommend them? Stay away from the business, you know, there's no business anymore. No, I mean, the thing is that, you know, things are so different today than they used to be, you know, because it's a totally different scene. I mean, it's still a hard rock and a heavy metal scene, you know, but the business side of it totally changed, you know. You don't have the physical sales as we used to have in the 80s and the 90s, and everybody knows that. And now today it's streaming, but it means that there's not the same kind of money involved, you know. You don't get the same amount of money to make an album. So if it wasn't for the fact that all these young bands could handle Pro Tools and Logic and stuff and sit and do it on their computers back home, it would be impossible. But my advice would be, hey man, if you love music, if you believe in what you do, whatever you do, you know, believe in it. You've got to believe in it yourself, otherwise you can't expect other people to believe in it. And that's it, you know. Keep up the spirit, man. Believe in what you're doing. If that's what you want to do, go do it, you know. And then eventually, at some point, you may have a breakthrough, you know. But then again, there's so many great bands, or there were so many great bands that never made it and stuff like that, you know. But yeah, all I can say, believe in it. And before you sign up any deal, whether it's a management deal or a record deal, you know, get together with some people that know what they're talking about, some lawyers or whatever, you know, or business people, if you know anybody, you know. But we did a lot of mistakes. We did a lot of bad contracts in our time and stuff like that, particularly back in the day, you know, where we really sold a lot of records, you know. And it could have been a lot better financially. We could have been a lot better financially off if we hadn't signed those deals, you know. But yes, you heard that story, that happened all the way back to the 70s, 60s and the 50s whatsoever, you know. I'm afraid we're running out of time because you give me 1 hour.
So we have a little bit encore, then it's fine, because we have two more videos. Now comes Future World, of course. Okay. The song. For me, Future World is the song. And now I bring you back to 2018, live in Switzerland, the Z7 in Pratteln. Okay. You remember this place? Absolutely. I played there a lot of times. It's probably one of the venues I played the most times. And now we played. Here's Future World, Pretty Maids. Yeah.
What can I say? Kudos to the cameraman or camera lady. Spot on. Spot on. Spot on. And the story about Future World is that you said that there's some songs you don't maybe feel so good playing anymore. As I said, talking about all these old fan favorite songs, you know, it is really the crowd that that makes you enjoy doing it. It's just seeing the pleasure or the good time the crowd has when you play those songs is all worth it, you know. But Future World is in fact, it's one of these songs I still enjoy playing. Always enjoy playing that song, and I never get fed up with that song. It's as I said, it's the typical Pretty Maid song, trademark Pretty Maid songs, I'd say. Ronnie, we came to the last song. What I need is a screenshot. Give me some metal attitude, please. So, some yes. And last one, what I need, greet the metalheads. The metalheads say, here's Ronnie Atkins from Pretty Maid. Metalheads, whatever, say, I need something, record now. You got it? Ronnie, it was legendary. Thank you so much. You took the time over 1 hour. Thank you so much. That's okay, man. It was a pleasure being here. And I can say a final word here. You know, thanks for the support all the years to everybody here in Germany, particularly in Germany, but all over the world. And I wish you all a Merry Christmas and a happy and fortune bringing new year. And I hope we'll see each other next year live on stage. And goddamn that pandemic. Hope it's gone. Cheers. Ronnie, if you have, please collect cards, because the fan club, they're asking, they will beg you. This is the best Christmas. We have Christmas, a special show where we give out, a lot of bands give us fan packages, you know. And I don't ask for any CDs, whatever, but if you put up some cards, sign it, and that would be really appreciated, you know. Really, I'll see what I got, you know. I'll find out. We'll find out. Just got to send me an address. Actually, the address is in an email. In the email, there's the headquarters address from our fan club. Absolutely. Cool. Because today, they are all here. The fan club is here, and they're celebrating you. They're celebrating the life of Ronnie Atkins or the life of Pretty Maid. And thank you so much for your gift. Thank you so much for your music. Thank you for the inspiration. You made this show a little bit better, I would say. Thank you, guys, out there. Take care, Ronnie. And please keep fighting. Keep fighting. I will. Absolutely. Absolutely. I'm still here. And hope very long, because I want you in next year with your new album. Please come back again. I hope so. Absolutely. Ronnie. That's a deal. Merry Christmas to you, to your family, to your kids, to your wife and everything, your friends, your loved ones. Stay healthy, or get healthy again, you know, because the metal world needs you. You are a legend, my friend. Thank you very much. Thank you very much. I hope I can be a part of it for a long time to go. So pray to God. Ronnie, the last one is red hot and heavy. Heavy. Thank you so much. You are a legend. And let's rock the shit out of this place here. Red Hot and Heavy, again from Z7 Prattlen, Switzerland, from 2018. Thank you, Ronnie. Thank you so much. You're welcome. Stay healthy. Take care, everybody. Bye-bye.
Thank you.
and a fantastic audience. Thank you very much, Ed. We love you. God bless you. Take care of yourself, all right? Das war er, Ronnie Atkins, die Legende hier in der Metals Forever Rockcast Show. Na, geht's noch besser? Geil. Ein totaler, humble, total down-to-earth Rocker. So muss sein. Tja, und heute ist ein spezieller Tag, denn heute gibt es gleich noch eine Zugabe. Es gibt noch, auch noch eine Band, gerade noch im Bratteln, der Ronnie. Jetzt kommt eine Band aus der Schweiz. Junge Rocker, die haben auch eine Zukunft, hundertprozentig. Ich bin gespannt, was die mir jetzt erzählen haben. Ich sehe gerade, ich sitze zu weit weg. Ich hoffe, dass der Sound gut ist. Rückt mal ein bisschen näher an die Kamera ran. Oder holt die Kamera näher an euch ran. Wir haben ja keinen Soundcheck gehabt. Ne? So, ich tue bloß mal schnell den Button jetzt um. So, weiter geht's. Ja, jetzt, brave Jungs sind sie. Die hören auch auf jemanden. Die hören auf die alten Herrschaften noch. So ist gut. Also, liebe Freunde, ist der Button erst einmal. Was kommt denn jetzt? Voltage Arkhamen. Eine junge Band, die geben heute Gas, aber erstmal gibt es Musik davon. Nicht abhauen, alle Ronny-Fans, bleibt da, denn Ronny hat auch so angefangen. Die haben also Coverband angefangen 1981 und dann wurde Pretty Maids draus. Also nochmal gesagt sein: Die Jugend muss unterstützt werden, wir supporten den Underground. This is the home of the Underground, Freunde. Haut mal ein Like drauf. Ich sehe gerade, wir haben 33 Likes, da könnten viel mehr noch drauf sein. Haut mal auf den Like-Button heute. Lass uns mal scheppern. Wer mich unterstützen will, kann mir einen Kaffee ausgeben. Unten ist der PayPal-Button oder mir einen Supersticker kaufen oder bestellen. Habe ich, glaube ich, Högerle war es gewesen. Ich habe also mal kurz da gesehen. Also wer es war, danke für den Supersticker. Da könnt ihr den Kanal hier unterstützen. Ich trinke auf euch, ich trinke jetzt mal auf Ronny und dann gleichzeitig auf unsere neuen Gäste. So. Das ist heute Overtime für mich gewesen. Zwei Bands vorbereiten und Ronny hat natürlich einen Haufen Zeit. Ich habe für Ronny 8 Stunden gebraucht, um diese Videos zu finden. Es gibt so viele Videos, da wirst du wahnsinnig. Ich glaube, 60, 70 Videos und habe ich dann 7 ausgesucht. Also, Freunde, for you, motherfuckers. So, auf geht's. Jetzt sind sie dran. Meine neuen Gäste, jetzt kommt das Frischfleisch. Genau. For Rock and Roll ist der erste Song. Und hier sind Voltage Arc. Here we go. Let the madness begin right now. Part 2. We'll be right back.
Jawohl, meine Gäste heute Abend aus der Schweiz, die Voltage Arc. Und wenn ich jetzt richtig sehe, also dann begrüße ich jetzt hoffentlich in der richtigen Reihenfolge, Moritz am Bass, Merlin an der Gitarre, Timon on Drums und Tony on the Vocals. Hier sind Voltage Arc. Yeah! War's richtig? Yes! Super! Perfekt! Sagen, der Hund erkennt sogar unsere Namen. Ja, wirklich. Man bereitet sich vor, meine Freunde. Wie geht's euch? Wie hat euch das Interview gefallen mit Ronnie Atkins? Ja, wir haben sehr, sehr geil. Cool. Sehr geil. Cool. Wir haben den Schluss noch komplett mitbekommen. Ja. Sympathisch. Ich habe dann schon angeschrieben, Freunde, langsam einlocken. Ne? Denn noch zwei Videos, dass es nahtlos weitergeht. Geht man da ein bisschen näher noch, weil ihr seid weit weg, dass man mich besser versteht noch. Es könnte ein bisschen lauter sein. Wir hatten keinen Check heute. Ja, hörst du uns so? Man will ja da mal näher sehen. So, das ist mal eine junge Heavy-Metal-Band aus der Schweiz. Top, gefällt mir gut. Gutes Album. Vielen Dank. Ja. Wie ging es denn bei euch los? Ich meine, Ronnie Atkins zu fragen, der ist in die 70er groß geworden und ihr seid in den 2000ern groß geworden. Was ist eure Altersgrenze? Wer ist der Älteste von euch? Also ich bin der Älteste mit ganzen 23 Jahren, das Fossil der Band. Wer ist die Jüngste? Das bin ich mit 21 Jahren. Und genau, sozusagen das Küken der Band. Schön. Du hörst ja an wie unser Dani aus der Schweiz. Der hat ja auch diesen schönen Schweizer Dialekt. Wir lieben den. Wir haben uns tatsächlich vorhin noch gefragt, so, ja, müssen wir da Hochdeutsch sprechen? Und dann hatten wir da so eine Unterhaltung und kamen zum Schluss, ja, also wenn wir so sprechen, wie wir Schweizer halt Hochdeutsch sprechen, dann denken ja die Deutschen sowieso, das ist Schweizerdeutsch, oder? Und wenn wir versuchen, Hochdeutsch so wirklich zu sprechen, dann kommt das eh nicht gut. Also wir lassen es einfach bleiben, wenn das gut ist. So. Also ich verstehe euch gut. Schauen wir mal in den Chat rein. Mal schauen, wer also es wird damit geprostet für euch. Prost! Hey! Prost. Hey! Geil. Sehr geil. Cheers! Der Mikl, pass auf, Jungs. Wir hatten jetzt keine Möglichkeit, irgendwas zu checken. Schreibt doch mal im Privatchat eure, oder ist voltageart.com, ist es dort, wo man auch eure CDs kaufen kann? Wo dann ja, habt ihr Merchandise noch? Ja, T-Shirts und Autoaufkleber. Und CD ist also. Und die CD. Und Bier. Wir haben das ein Voltage Arc Bier. Aber das bekommt man leider im Shop nicht, nein. Okay. Aber wir bekommen hoffentlich was von euch. Und zwar, ich mache Werbung für euch. Deal. Okay. Ich mache Werbung für euch. Danke. Und wir bekommen natürlich ein kleines Fanpaket für den Fanclub. Auch Science. Das wäre super. Und der Mikkel Schärfel, der wo jetzt gerade eingeblendet ist, der wird es dann kriegen. Weil das ist unser Headquarter, Fronal und der Mikkel. Die kümmern sich darum, dass wir dann in der Verlosung dann immer. Da wird es, sind wieder drei Pakete gekommen, habe ich gelesen vorher gerade. Drei Pakete sind diese heute gekommen. Also die Bands sind sehr großzügig und speziell für Weihnachten gibt es ja ein schönes Ding. Ich würde mal sagen, machen wir es mal wie bei jedem. Fangen wir mit dem Moritz an. Wie ging es bei dir los? Wie wurdest du infiziert mit Hardrock? Also euch, sagen wir, ist mehr im Hardrock-Bereich mit Heavy Metal Einflüssen. Aber wie ging es bei dir los? Was war dein erstes Instrument? War es der Bass? Ja, war tatsächlich Gitarre. Ich habe mit etwa 7 Jahren begonnen, Gitarre zu spielen. Das habe ich auch etwa 3 Jahre gemacht. Das war Schulunterricht und ich habe das so mehr oder weniger mit Herz gemacht. Dann hatte ich aber einige Freunde, die eine Band gegründet hatten und einen Bassisten suchten. Und sie haben gesagt, du beginnst jetzt Bass zu spielen und das habe ich auch gemacht. Und seit da spiele ich Bass. Und die ganze Rockmusik, die verfolgt mich schon das ganze Leben. Die hat mit der Plattensammlung meines Vaters angefangen. Und diese Plattensammlung habe ich auch selbst weiter ausgebaut, sodass es mittlerweile alles drin hat, was man so braucht. Höre ich sehr oft. Speziell die jungen Bands, dass die Väter waren der Influence. Die Väter waren selber auch Musiker zum Teil und haben dann die Band. Sind die Väter auch dabei bei euch in der Show? Sind heute zum Beispiel online? Schauen die euch zu?
Das sind Väter oben. Wir haben da so ein Headquarter. Unten sind wir und oben haben die so einen Club, wo sich die so einen Whisky gönnen. Ich glaube, ziemlich genau jetzt. Ja, genau. Genau. Also, schau dir zu. Ist da. Ja. Hey, Metalheads, Daddies. Hey. Alle vier Väter? Weil wir werden kein Bruder sein. Alle vier Väter? Doch, also, doch, es gibt also wirklich. Also es gibt nur drei Väter, nur drei, weil die beiden sind Brüder. Ich hab's befürchtet. Das ist nicht geil. Sowas finde ich ja geil, wenn die Väter, ich hätte ja genauso Justin Bieber hören können, stell dir mal vor. Da würde mir die Vorhaut platzen. Aber stell dir mal vor, geil. Wie mein Sohn damals gesagt hat, was ist denn dein Lieblingsband? Sagt er, AC/DC. Yes, yes. Geil, yes. Checkpoint. Erfolg. Checkpoint, genau. Du kriegst dein drittes Auto. Gehen wir weiter. Der Merlin hat eine Gitarre. Was also war dein? Also so, das mit der Rockmusik, das kam genau gleich wie bei Moritz eigentlich auch. Mein Vater hatte eine Plattensammlung und die war genauso auf Höhe eines Drei-Käse-Hochs. Und somit habe ich dann, bevor ich richtig sprechen konnte, eigentlich schon gelernt, wie man eine Schallplatte auflegt. Und dann habe ich mir da in Endlosschleife Kiss Live reingezogen und konnte nicht mehr aufhören damit. Und dann war der Funke natürlich da. Und dann habe ich dann auch meine Eltern eigentlich... Hört man das? Das sind jetzt die Väter. Ja, und auf jeden Fall, dann habe ich dann auch meine Eltern schon von kleinstem Alter her davon überzeugen wollen, dass ich Gitarrenunterricht brauche. Und dann habe ich dann mit 7 begonnen, Gitarre zu spielen und nie mehr aufgehört. Jo. Ja. Also wer auf alle Fälle den schnellsten Haarwuchs hat, das ist der Timon, denn auf dem Video sind die Haare noch komplett kurz. Das ist ja der Wahnsinn. Wie machst du das? Hast du da wachst in der Schweiz schnell oder wie? Was ist da los? Wie geht's bei dir los, Timon? Ich warte noch auf das magische Wort, denn ich habe mal gehört, ich hatte ja schon ein paar Schweizer Bands und die hatten gesagt, das war Pflicht bei denen in der Schule, die mussten Flöte lernen. Und das war dann irgendwie der Running Gag. So, jetzt, war einer von euch auch ein Flöterich? Leider nein. Nein. Was ist leider? Gott sei Dank, nein. Ja, zum eigentlich Glück schon. Nein. Ich glaube, bei mir, genau, mein Vater, der war so einer, der Flöte spielen musste und wusste, wie qualvoll das ist und deswegen musste ich das nicht machen. Genau. Und ja, genau, die Haare, die habe ich seit Corona begonnen hat, etwa nicht mehr geschnitten. Einfach, weil bei uns auch die Kofferläden auch lange zu hatten und dann habe ich gedacht, ja, ich lasse es gleich und ja, es gefällt mir so weit, also genau. Mir auch. Das ist gut. Ja, und wie es bei mir so angefangen hat mit Musik machen und Hardrock, also ich habe früher schon immer die Töpfe aus unserer Küche rausgenommen und dann einfach darauf rumgeschlagen, wie wild, und dann dachte meine Mutter, dieses Kind, das muss Schlagzeug spielen. Und schon als ich dann im Kindergarten war, haben sie mir ein eigenes Schlagzeug gekauft. Und eine Zeit lang habe ich auch mit Merlin dann, haben wir zusammen Musik gemacht, bei uns im Keller. Er mit einer billigen E-Gitarre aus irgendwelchem Versandkatalog. Und dann haben wir zusammen Musik gemacht. Das hat schrecklich geklungen und wir haben gesagt, irgendwann mal machen wir eine richtige Band und da sind wir jetzt heute. Genau. Ja. Also wir waren 5 Jahre alt, als das passierte. Und wir waren damals Nachbarn. Also ja. Genau. Jo. Kennt ihr die Band No Void in der Schweiz? Nein, nee. Sag mir nichts. Nee. Ne? Auch No Schweiz. Void. Schweiz, genau. Auch so junge. Die sind auch so geile Typen. Und die waren auch damals bei mir in der Morgensendung. Und dann haben sie sind so gut angekommen, dann kamen sie auch in die Abendsendung. Und das ist auch so eine Band of Brothers. Die halten zusammen wie Peck und Schwefel, schon die als Kinder kennengelernt und die ziehen das Ding durch und das erinnert mich an euch. Und ich finde das geil. Ich bin jetzt 57 und ich habe auch in 1980 mein erstes Konzert gehabt. Da war sie noch allerdings im Gehänge vom Vater unterwegs. Aber mir geht's Herz auf. Wenn ich junge Bands sehe, die genau den Sound machen, diesen 80er Hardrock-Sound. War das von Haus aus bei euch wichtig gewesen, dass es in diese Soundrichtung geht?
Wart ihr doch komplett einig? Aha, ja, also wir waren uns, glaube ich, ziemlich schnell einig, ja. Ja, ja, da kam nichts anderes in Frage. Also es gab eigentlich nie eine Diskussion. Wir haben einfach gejammt. Und dann haben wir relativ schnell gemerkt, dass unsere Musikgeschmäcker ziemlich alle auf derselben Ebene sind. Und dann gab es gar keine Diskussion mehr, welche Musik das wir eigentlich genau machen wollen. Es gibt vorhin bloß 3 Videos und ich habe dann noch ein bisschen nachgeholfen und habe dann von eurem Album Rebel was rausgekommen. Was gibt es so vor Rock'n'Roll zu sagen? Ich meine, außer vor Rock'n'Roll, ich nehme mal die Message ist eigentlich klar, aber gibt es irgendwo eine spezielle Story zum ersten Song? Ja, also das war einfach der erste Song, den wir wirklich so mit einer mehr oder weniger guten Qualität aufnehmen konnten. Und dazu dachten wir, ja, das müssen wir jetzt als Single veröffentlichen. Und dann haben wir im Nachbardorf so einen kleinen Konzertsaal gemietet. Und dort machten wir dann das Musikvideo, das ihr vorhin gesehen habt. Und das haben wir wirklich alles eigentlich nur für diese Single inszeniert. Und ein Kollege von uns oder ja sogar ein Nachbar von uns hat dann das Video und auch die darauf folgenden Videos geschnitten und gefilmt. Und ja, der Titel ist ja wirklich eigentlich selbsterklärend. Das ist einfach dieser Rock'n'Roll Lifestyle, den wir da natürlich besingen und feiern bis zum heutigen Tage. Dann spielen wir was vom Album, vom Rebel, und zwar Nicest Day of Life, habe ich ja ausgesucht. Und dann sagt mir danach, was da genau gemeint war. Okay? Nicest Day of Life. Wir sind Voltage Arc. Hey man, that song is about the nicest. Yeah!
Another Day of Life? Wir haben den Toni ganz vergessen. Toni, du hast ja auch eine History, oder? Ja, genau, genau. Also bei mir hat das etwas anders angefangen. Ich hatte eben zwei große Brüder. Der eine davon ist Moritz. Und Moritz hat mit der Gitarre angefangen und der älteste Bruder hat mit Schlagzeug angefangen. Und dann wollte ich natürlich auch ein Instrument lernen, wusste aber nicht welches. Und dann habe ich mal so eine Gruppe gesehen, die haben Schweizer Örgeli gespielt. Und ja, dann musste ich das natürlich auch anfangen. Also sehr unpassend eigentlich. Und das spiele ich auch bis zum heutigen Tage. Aber irgendwann ist dann auch ein Kollege zu mir gekommen und meinte, ja, er hätte eine Band und die brauchen noch einen Sänger. Und ich müsste das machen. Und dann, ja, willigte ich ein, nahm Gesangsunterricht und hier bin ich. Kalto. Genau. Du magst es sehr gut. Wenn man so die Videos, also ich habe die jetzt noch nicht live gesehen, aber was man so live sieht, der Attitude, wichtig. Du kannst die Kraut arbeiten. Das ist wichtig. Wie sieht es eigentlich aus? Ihr habt jetzt das erste Album Rebel. Habt ihr nicht so recht viele Möglichkeiten gehabt, dieser zu promoten, jetzt rauszugehen und live zu spielen, oder? Seid ihr schon wieder am Arbeiten, am neuen schon, oder wird das erstmal da drauf rumgeritten? Also es gibt mehrere Projekte, an denen wir jetzt eigentlich dran sind. Also grundsätzlich zwei. An Neujahrsabend. Silvester. Ja, Silvester. Neujahrsabend. Neujahrsabend. Ja, genau. Lassen wir nochmal seine Single auf die Welt los. Okay. Und dann im nachfolgenden Jahr dann kommt dann unser erstes wirklich vollständiges Album zusammen mit drei weiteren Musikvideos. Okay. Und bin mal gespannt, ob einer der Songs, wo ich ihn ausgewählt habe, na gut, haben jetzt zwei Möglichkeiten. Könnte jetzt vielleicht die Single sein, aber noch ist es nicht so weit. Nee, die Single hat noch niemand gehört. Ja, also okay. Also ist es nichts vom Album jetzt. Also wo ich jetzt, okay, dann kann ich ja nichts verraten. Das soll das nächste Jahr kommen, das ist alles komplett neu. Das haben ein bisschen wenige Leute gehört. Die Single ist neu und das Album, das ist auch brandneu. Da gibt es ja nur cooles neues Material drauf. Sehr, sehr cool. Ja. Der nächste Song ist eigentlich ein bisschen ruhiger Song, und zwar Upside Down. Was gibt es dazu zu sagen? So Upside Down? Ja, wir mussten einfach auch einmal eine Ballade schreiben. Und wir sahen uns ein wenig gezwungen dazu. Und dann haben wir uns halt auch zusammengesetzt und haben eine Ballade geschrieben. Aber ich finde cool dabei ist, am Anfang waren alle so, ja, wir müssen eine Ballade schreiben, beziehungsweise alle haben gesagt, wir müssen eine Ballade schreiben, auch unsere Fans. Und am Schluss, ich glaube, wir sind alle sehr Fan von diesem Song, ja. Und es ist einer, glaube ich, von unseren absoluten Lieblingssongs. Also, ja, er ist gut gelungen. Und ich denke, es ist auch so ein Song, da die meisten Songs, die wir schreiben, die gehen recht rein und das geht ab. Aber auffallend ist, dass bei Upside Down auch die Damenwelt richtig viel Freude daran zeigt, dass wir uns von einer mehr oder weniger emotionalen Seite präsentieren. Und ich denke, das ist ein Pluspunkt. Ist gut angekommen, das ganze Konzept und der ganze Song ist richtig gut angekommen bei den Leuten bisher. Ich glaube, da habt ihr was mit den Vätern gemeinsam. Was die gerockt haben, da haben sie da auch wegen die Mädels gemacht. Da brauchen sie es gar nicht mehr. Da hat die gar nicht verneinen. Ich muss heute ein bisschen zurückhalten, wenn die Väter zuschauen, weil so hätte ich schon einen ganz anderen Schmerz drauf. Ich habe jetzt ein bisschen Heavy Metal Hammelschmerz, weißt du, aber den mache ich heute natürlich nicht. Also ich halte mich zurück. Auf alle Fälle werden etliche jetzt gleich reagieren bei dem nächsten Video, denn ihr habt einen Hauptdarsteller in diesem Video, nämlich ein wunderschönes Auto. Wem gehört dieser Superschlitten? Der gehört auch einem Freund von uns aus dem Nachbardorf. Das ist eigentlich sowieso so unsere Mentalität, dass wir eigentlich alles, was wir so machen, möglichst von hier irgendwie die Leute unterstützen und die Leute von hier unterstützen uns. Und so fällt einem das eigentlich recht einfach. Der hat einfach einen Freund, hat uns den geliehen für das Video. Wie kann man es bei euch vorstellen? Ist es ein kleiner Ort so? So, ja. 3.500 Einwohner. Das ist ein Kaff. Okay, das ist ein Kaff. Ja. Hey, kommst du mal ins Auto leihen?
Für was denn? Ja, für ein Video. Ja, aber nicht so kratzen. Also kein Sex im Auto sozusagen. Nichts für Motley Cruise darf und so. Er sagt es. Okay, dann haben wir es aber raus. Euer Favoritensong, würde ich sagen. Dann mal schauen, was die Zuschauer gleich sagen zu dem. Also ich finde das Auto geil und Song ist auch cool. Ist ein Voltage Arc Upside Down. Cheers. Sitting there in your car, you have to go work, but you wanna get far. Singing na 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 na. Driving down the same old road, looks like your soul imploding in na 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 na. Can't take it anymore. This cannot be life's course. Singing na 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 na. Singing na 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 na. We'll be right back.
Tja. Net Round, net Auto. Kann man nichts verkehrt machen. Was mir gefällt, ist die Dynamik in dem Song. Dass es immer schöner lauter wird. Und dann schön, schön gemacht. Wo habt ihr produziert? Das war bei Tony Watzinger. In Biel. Und er hat auch ein Studio in Berlin. Sehr, sehr cool. Biel, Berlin. Gefällt mir ja. Sehr gut, Sound. Vielen Dank. Und zum Song selber, Upside Down. Wer schreibt für euch die Texte? Genau, das ist die Frage. Also, ja, ich schreibe mal die Texte. Und bevor wir dann ins Studio gehen, komme ich mal in den Bandraum mit allen Songtexten und dann werden die mal überarbeitet und ja, das, was dann davon übrig bleibt, wird dann aufgenommen. Genau. Okay. Und in diesem Song geht es eigentlich darum, ein Traum, den ich dort öfters mal hatte, so in der Lehre als Zimmermann. Und es geht eigentlich darum, dass ich da wirklich keinen Bock hatte, morgens hinzufahren. Und dann stellte ich mir das so vor, wie ich jetzt einfach umkehren würde, mich verpissen würde und mein Leben einfach umkrempeln würde. Genau. Und aus dem wurde dann ein Song. Aber ich habe die Lehre tatsächlich fertig gemacht und bin bis zum bitteren Ende jeden Tag diese Straße runtergefahren zum Lehrbetrieb. Genau. Aber gut, hast du auch gemacht, Toni. Das sind die Träume, oder? Ja. Wenn du träumst, du gehst, ja, du siehst irgendwie Route 66 und dann Toni, aufstehen! Oh. Ja, genau. Traum ist verschissen. Genau das. Wohnt ihr noch zu Hause alle oder seid ihr schon alle selbstständig? Ich nicht mehr. Also, was jetzt? Ja. Ich warte, bis meine Eltern ausziehen. Ich lutsche sie auch. Ich tue das denen gleich. Ich kann mir vorstellen, gerade oben hat sie jetzt gerade am Schnapsel drin. Was hat er gesagt? Ja, warte, dass du mit den Füßen voraus ausziehst. Die Tür abschließen. Von innen, dann können sie nicht mehr rein. Genau, ihr schmeißt sie raus. Genau. Nee, aber abgesehen davon, wir haben da diesen Bandraum. Oben hat es ein Schlafzimmer, es hat sogar ein WC. Das Einzige, was fehlt, ist eine Dusche. Das ist aber nicht so wichtig. Aber es hat einen Strich, wir können auch hier leben. Es hat einen Gartenschlauch. Wir sind ready. Genau. So, irgendwie so schön brav. Ich denke halt immer an Motley Crue. Ne? Die haben ihre Groupies gehabt, die haben sie dann versorgt. Die haben dann Essen mitgebracht. Das braucht ja auch Groupies, die wo das Essen mitbringen. Da gerne eine Küche einrichten oben. So. Mädels, macht der Kleine da nützlich. Abwaschen bitte. Hätte Metal oder Hardrock macht hungrig. So ist es. Music is our life. Das ist der nächste Song, habe ich ausgesucht. Ist glaube ich auch selbst erklärend, oder? Ja, ziemlich. Ja. Ja. Also eigentlich so generell für unsere Songs, ich glaube, wir spielen einfach und nehmen eigentlich alles einfach direkt aus unserem Leben irgendwie, was wir können. Ja. Auch was Texte angeht und unser Songwriting-Prozess ist generell eigentlich relativ simpel. Es kommt jemand mit einer Idee. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten, wenn man sie vorspielt. Entweder alle anderen sagen, nein, fahr ab, nein, wollen wir nie mehr hören, so etwas. Und die zweite Möglichkeit, so schlecht ist es gar nicht, daran können wir arbeiten und dann arbeiten wir eigentlich wirklich alle immer zu viert an unseren Songs, bis sie fertig sind. Also ja, es ist immer relativ... Gab es diese Momente, wirklich? Da kommt einer mit der Idee, ist ganz stolz, ey, ich hab da und dann so, also so ein Scheißdreck, aber nie gehört. Das ist dann der Moment, wo man das Ego ganz weit herunterfahren muss. Und apropos ist Ego. Jetzt weiß ich mal genau, ich hatte gar nicht so viel Zeit, ich hatte auch wirklich Ronnie Atkins heute wirklich um meinen Fokus, aber ist es bei dem Song oder beim nächsten dann, wo es eigentlich mit Schlagzeug angeht, was eigentlich Music is our life, ist es oder ist es der nächste? Geht es mit Schlagzeug los? Ja, nein, das ist Harry Cotswold. Nein, Music is our life auch. Also, ja.
Also einer, ich sag's dann noch einen Song, das ist schon fast, ja, ist ja gar nicht Hardrock-mäßig. Mischung zwischen Jazz und Rumba oder irgend sowas, irgendwie so. Das war eine Beleidigung. Nee, das war doch keine Beleidigung. Das war kreative Freiheit, nicht mehr das. Also bevor wir das abschweifen und ich beleidigen will auf gar keinen Fall. Gott sei Dank. Ich finde es nur cool, dass man, es könnte genauso gut du darf sein, verstehst du? Also diese Manier. Nee, aber da hat sich was einfallen lassen. Weiß ich, ist es beim nächsten Song oder bei dem Song? Abwarten. Können wir danach dann sprechen. Also hier ist erstmal Music is Our Life vom EP ist eigentlich, oder? Genau, ja. EP Rebel. Jetzt hat es aber schnell gewesen und wie es reingestürmt sind. Das war rein. Aber jetzt einmal ganz ehrlich, Timon, da habe ich doch recht gehabt. Es hat einen leichten Rumba, ein bisschen, hat es ja was. Ja, genau, ja. Also, ich muss sagen, im Schlagzeugunterricht hatte ich effektiv geschlafen. auch Jazz-Sachen gespielt. Und von daher ist der Vergleich mit dem Jazz und Rumba und auch Latin war auch ein Thema. Und wir wollten einfach was anderes ausprobieren und deswegen kam das. Aber wie gesagt, Music is Alive,
Musik ist unser Leben und ich denke, der Text dazu ist sehr passend. Ich weiß, von was ich da spreche, weil ich selber ein Schlagzeuger bin. Ich habe in den 70ern, habe ich zwar in einer Swing-Jazz-Band gespielt. Das war mein Anfang eigentlich, meine musikalische Karriere. Genau. Die Rolf Olsen, Swing-Band. Metal is Forever. Ja, jetzt so endet jetzt mit Metal is Forever. Ende gut, alles gut. So, ich hoffe, euch macht Spaß soweit das Interview. Oh ja. Und erstmal ein riesen Dankeschön, dass ihr den Platz freigemacht habt. Normalerweise wärt ihr heute unter dem 20 Uhr Spot da gewesen. Und wir hatten nur den Tag heute Zeit für Ronny und der wollte lieber, also statt spät. Und ihr habt dann ohne Probleme sofort, ich habe euch angefragt, ein großes Anliegen und ihr habt sofort gesagt, kein Problem. Danke euch. Cool. Ja, sehr gerne. Und auch danke an alle Leute, die noch zuschauen. Ich habe vorhin gesehen, es sind noch so ein paar Nasen rum. Also das ist was man so sieht, das heißt nicht, dass das sind mehr da. Nämlich die, wo auf die Fernseher anschauen, die werden nicht mitgezählt. Ja. Und die, wo nicht eingeloggt sind. Das sind jetzt nur die, wo eingeloggt sind, die, wo jetzt im Chat sind. Also da sind jetzt viel mehr noch dabei. Und wenn ihr Lust habt da draußen, ihr könnt natürlich einloggen, mitchatten und immer eine nette Runde. Und auch das Fanpaket, was wir hoffentlich von euch bekommen, da ist der Fanclub. Ich schaue jetzt rein, ist da Carola, Fronal, Michael Lohrmann, Sandra, Helly, Peter Krause, sind alle da. Thomas Gindorf, unser Booker, jawohl. Der Flo. Da sind. Der Flo ist zum Beispiel, der Flo ist der, wo die ganzen am Morgen immer die Social Media macht. Jawohl, lieber Flo, super. Immer on time. Danke, Flo. Günther, Heavy Metal Alkohol ist hier. Georg Russo, auch ein Member hier. Super, lieber. Jan Birkenfeld ist kein Member, aber vielleicht hat er Lust, dass er Member wird bei uns. Dann könnt ihr nämlich auch was gewinnen. Immer freitags und ab und zu am Montag. Der Timon Forer ist noch kein Mitglied. Der fuck ist Timon, muss man nicht kennen, oder? Ja. Adrian Baumann, grüß dich, grüß dich. Grüß dich, der kommt von eurer Richtung, nehme ich mal, oder? Ja. Adi. Ist es der Nachbarbauer? Oder? Ja. Der leitet uns über den Highwender. Schmarrn, kenne ich ja, weiß ich ja nicht. Schweiz, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein Schweiz-Fan, ich habe da auch schon oft gespielt, also oft, also weit übertrieben, aber ich war in Willisau. Auf der Alm habe ich gespielt, ein paar Mal, vor 3000 Bikern. Astrid Köhl, ich glaube, hat sich verabschiedet. Rainer Strauß, bist du noch da? Lieber Rainer, die Nummer 13. 13, die ist die Startnummer. Henni, servus, ist da. Nummer 13. Das ist unser 13er, genau. Geil. Dirk aus Rüdenderoth. Servus, bist du noch da, lieber Dirk? Meldet euch mal. Ich schau mal, wer noch alles da ist. Gelinda Hertler. Gut, die war für den Ronny da, glaube ich. Die ist ganz auch. Das ist schon 49 was gewesen. So. Von Georg Russe bekommt er gleich mal ein Kompliment. Yeah. Hey. Vielen Dank. Die Jungs sind richtig cool. Cheers. Jan Birkenfeld, wie wird man Mitglied? Eine Brieftaube schicken. Nee, Schmarrn. Die kommt nie an. Die verhungert auf dem Weg. Nein, Moment. Ich hau euch das jetzt gleich rein in den Chat. Und dort ist der Link ganz unproblematisch auf die Webseite. Dann gehst du drauf und dann kannst du aussuchen, brauchst nichts mehr ausfüllen, nur noch anklicken, zack, zack. Dann bekomme ich es immer, dann bekommst du von mir eine Androhung, eine Bestätigung und dann, wenn du deinen Jahresbeitrag entrichterst, bekommst du auch gleich ein Shirt. Oder wenn du was Gutes tun willst, wenn du unser Team unterstützen möchtest, dann wirst du Ace of Spades, das ist dann 60 Euro im Jahr plus 100 Euro, ab 100 Euro, da gibt es ein Hoodie, geiles bedrucktes Hoodie und wir teilen es dann auf an unsere Arbeiter hier, die wo mithelfen. Also, da tut es auch was Gutes. Und wenn ihr mir was Gutes tun wollt, dann einfach einen Kaffee ausgeben bei PayPal. Das funktioniert. Einen habe ich mir gerade ausgegeben und ich habe jetzt nicht schauen können, wer es war. Auf alle Fälle, ich glaube, es könnte
Michael Högerle oder Michael Lohrmann gewesen sein? Einer von beiden war was gewesen. Auf euch. Cheers. 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 Was trinkt ihr genau? Lass mal sehen, was trinkt ihr da? Ja. Whisky und Bier. Whisky und Bier. Whisky und Bier. Genau. Aber wir haben uns da gestanden, wir haben mit Jack Daniels angefangen und sind mittlerweile bei Monkey Shoulder gelandet. Das ist schön. Das ist sehr schön. Ich bin froh. Die Väter trinken Radler oben und ihr sauft euch die Hucke voll. So schaut's aus. Nee. So ist es nicht. Die Väter oben trinken den teuren Whisky. Und wir saufen den billigen. Aber ist egal, weil das Endergebnis, das ist dasselbe. Die sollen sie mal einlocken und mal. Irgendwann mache ich meine Sendung, wo ich nur die Väter einlädt von den Müttern. Ich spüre mal was. Hey! Die sind wahrscheinlich schon alle eingepennt. Ja, wahrscheinlich. Ich kann auch kurz nachsehen, ob sie noch schlafen oder schon wach sind. Also. Ja, genau, die sind bei eurer Musik eingeschlafen. So schaut es aus. Also, jetzt geht es dann noch. Na, ich finde es cool. Ich finde das ist richtig schön. Das ist für familiär, verstehst? Band of Brothers, oben die Väter. Wo sind die Mütter? Wo sind die eigentlich? Man ist auch irgendwie schuldig, dass ihr da seid. Im Bett. Ich glaube, unsere Mutter, die hat eine Yoga-Lektion. Ja, glaube ich auch. Ja, die ist im Yoga. Denke ich. Mhm. Hoffe ich. Yoga. Das wäre für uns ein Heli was. Yoga. Nee, Heli. Yoga wäre für dich was. Weiter geht's mit Gebrüll und Attacke. Der always shout at me. So, da ist die Frage, wo kommt das her? Aber jetzt muss ich den Button mal raus tun. Da. Das ist noch vom alten Song. Moment, also das ist einmal mehr einfach eine Geschichte aus unserem Leben, vor allem auf die Schulzeit. Und dort geht es einfach so darum, dass die Lehrer und die Schulleiter, ich hoffe, die sehen jetzt nicht zu. Ja, genau. Ansonsten, die hatten einfach nicht so Freude an uns und so. Und diese unterschwellige Aggression, welche wir da gegen sie pflegten und pflegen, wurden in diesem Song so zusammengebracht. Genau, Paul Reed. Ja. Ein schönes Foto. Das, was ihr mit Sicherheit nicht erlebt habt, habe ich noch erlebt in den 70ern. Ich war ja auch als wilder Hund in der Schule und ich war in der Hauptschule. Wir waren so eine Band of Brothers, vier. Wir sind immer in die Realschule rüber und haben die verdroschen in der Pause. Da waren immer die Bullies gewesen. Da hat sich der geheißen, da sind unsere Namen ausgerufen worden und tatsächlich, der ist jetzt mittlerweile schon gestorben, der Schulleiter, der hieß Merklein, im Bogen war das. Und ich habe tatsächlich noch mit dem Stock an Arsch versohlt gekriegt. Ja, die ist hier. Die auch? Wir finden den. Der Stock. Ah. Aber du kannst ihr auch, oder wie? Mit dem Song identifizieren. Ja. Ja, also der Orgel schaut at me. Also wir sagen, dann haben wir es doch mal raus, oder? Die Nummer? Yes! Ja, let's go. Dedicated to the motherfuckers. They do always shout at me. Well, the pressure is hard to feel your age. Well, it's really causes rage. Well, you should judge the lads at school. Shut up, you customized ass. And I really shouldn't.
there's no understanding. I just can't take this full time commanding. And when you Leider haben die Väter die Jungs jetzt ins Bett geschickt. Stell dir mal vor, die können nicht mehr da sein. Aber jetzt geht's aber los da. Schmarrn, die Feiner Party. Schaut mal das an. Das hat es noch gar nicht gegeben. Das ist die Premiere, Freunde. Heute zum ersten Mal wird gefeiert. Musiker, Söhne und die Väter. Here we go. Das ist eine geile Idee. Bin begeistert. Wir wurden gestürmt. Gecrashed. Die haben gesagt gehabt, die Daddys haben gesagt gehabt, die stellen uns hin, als wenn wir pennen würden hier. Jetzt geht's mal los, wir machen ja Party, oder? Ohne Scheiß, heute ist Show Nummer 246 in diesem Jahr. Und zum ersten Mal, ich höre bloß immer von den Vätern, und zum allerersten Mal schafft es eine Band, alle Väter auf einmal reinzubringen. Wir müssen ein Foto machen. Schau mal ein Foto. Moment mal schnell. Achtung, machen wir mal einen Screenshot, macht mal ein bisschen Attitude da. Die Pommesgabel hoch. Legendär. Legendär. So geil. Das ist doch mal richtig, das macht mir Spaß. Das ist jetzt ein weiteres Highlight heute. Das gab es doch gar nicht. Lass uns mal irgendwie mal von den Daddys mal fragen, die wo jetzt statt ein Toni da sitzt, also der da, der mit den langen Haaren. Was ist das für ein Gefühl? Was ist das für ein Gefühl, der neben Timon sitzt? Was für ein Gefühl, wenn der Junior abrockt? Daddy! Es ist, das da ist mein Alter. Der da. Aber ja, du kannst ja trotzdem. Also wir hatten damals schon eine Band, die hieß Turn Cross, und wir haben 18 Jahre lang Rockdiskothek gemacht mit dem Vater von Toni und mit dem Vater von Moritz. Und es ist schön, wenn die Gene so weitergehen, ja? Absolut. Rock on! Rock on, rock on! Ich sag's ja, es gibt nichts Besseres, die Mamas machen Yoga und die Väter saufen und rocken mit den Söhnen. Besser geht's nicht. Jetzt wird der Yoga-Club bei euch auch noch bekannt. So schaut's aus. Sehr schön. Bio. Ich muss sagen, das war jetzt eine total geile Idee von euch. Danke euch. Das war jetzt wirklich ein kleines Highlight. Das hat mir wirklich happy jetzt gemacht, weil gab's doch nicht. Und in der 246. Sendung kamen die Väter endlich mal ins Bild. Man hört bloß immer von den Vätern. Abmarsch. Abmarsch ins Bett. Danke euch. So, jetzt haben sie die Show gestohlen. So schaut's aus. Ja. Das ist richtig so. Ja, super geil. Mal schauen, was der Chat sagt. Voll geil. Ja, ich sehe es. Ich muss sagen, man muss wirklich, wirklich jetzt sagen, unser Fanclub, ne, die wo jeden Tag dabei sind. Die meisten da sind jeden Tag dabei. Jeden Tag in der Sendung sind die da. Das ist der Backbone der Sendung. Und die sind auch immer dankbar für jede
Veränderung, wenn irgendwas Neues kommt oder was Spezielles kommt. Und das war jetzt mit Sicherheit speziell gewesen, weil ich sehe schon, was da hinten. Party, voll geil. Auf die Väter. Hat es der gute Whisky auch noch heruntergeschafft? Ja klar, aber ich habe gesehen, hat die Flasche in der Hand. Das ist doch geil. Attitude. Was soll ich sagen? Diese EP macht Lust auf mehr, das kann ich gleich sagen. Mir gefällt es, ihr seid modern, ihr seid oldschool, aber trotzdem mit modernen Einflüssen. Man merkt es, ihr könnt euer Instrument und da ist noch so viel Luft nach oben, da könnt ihr noch so viel reißen. Und ich bin gespannt aufs neue Album und bitte kommt wieder zu mir in der Sendung und nächstes Jahr und stellt euer Album vor, vielleicht noch ein paar Videos dazu. Da yes, haben wir, natürlich. Ich glaube, ich habe das Beste rausgeholt, was man so rausholen konnte noch. Und da würde ich sagen, ich entlasse euch jetzt und nochmal besten Dank für die spontane und unkomplizierte Hilfe, dass ich Ronnie Atkins vor euch reinpacken konnte. Aber ich habe trotzdem euren Spot bekommen und das ist wieder für mich der Underground, der bebt und der groovt und der rockt. Das heißt, ihr Voltage Arc. Habt einen neuen Fan? Ja, vielen Dank. Danke, danke. Hey! Dass wir überhaupt in der Sendung mitmachen durften. Ja, und allen, die bis jetzt noch aufgeblieben sind und uns zugeschaut und gehört habt. Vielen Dank. Warte mal, mach mal nochmal. Mach mal noch ein Screen. Das ist ja besser. Nochmal, auf geht's. Mal schauen. So. Auf alle Fälle bekommt ihr einen Screenshot von mir. Schicke euch dazu. Dankeschön. Dankeschön. Das Video teilen auf eure Facebook-Seiten, Instagram, überall, wo ihr seid. Teilen und Support. Und ich sage schon mal Danke. Ich hoffe, ihr vergesst uns nicht mit dem Fanpaket. Unser Fanclub wird sich freuen. Haut rein, was habt ihr. Das machen wir, ja. Gebrauchte Kondome könnt ihr behalten, aber den Rest könnt ihr reinhauen. Okay. Super. Müll von der Schweiz braucht man nicht, aber wir brauchen geile Mucke von euch. Okay? Shirts, Hoodies, alles was ihr habt, haut's rein. Der Fanclub freut sich und der unterstützt. Ich bin überzeugt, der eine oder andere wird sich von euch was bestellen. Bin überzeugt. In diesem Sinne, ich entlasse euch mit dem geilen Song, den ich schon mal gespielt habe. Hier ist Hard Rock Hotspot. Ich glaube, das Video sagt eigentlich eh schon alles, oder? Ja, ja ziemlich. Ja. Jungs, bleibt wie ihr seid. Ihr seid geil. Ich unterstütze euch hundertprozentig. Das waren Voltage Arc von der schönen Schweiz. Und hier ist der Rauschmeister Hard Rock Hotspot. Und in diesem Sinne, macht es gut. Ciao. Ciao. That's what the rocker is supposed to do. A brand new bending at the train station, where the whole crowd looks like a damnation.
Jawohl, das waren die. Sehr, sehr cool. Was wir sagen, das ist der Underground. Der brennt ohne Lichterloh. Und so muss es sein. Jetzt muss man bloß noch Hard Rock. Da sind sie. So, liebe Freunde, ich bedanke mich für den geilen Abend. Ich bedanke mich jetzt gerade bei der Anita Bauer. Die war es mir gewesen, die mir den Kaffee geschenkt hat. Nicht der Michels, sondern die Anita Bauer heute. Others Made in Hell. Dankeschön. Ist ein bisschen Werbung für dich noch, für deine ganz geilen Taschen. Wunderbar, danke. Und also mir hat heute riesen Spaß gemacht. Und ja, das war es noch irgendwie das Zuckerl gewesen. Erst die Hauptspeise Ronnie Atkins und dann kommen noch das Dessert. Das waren die frischen Jungs von Voltage Arc. Ich wünsche euch alle noch heute einen geilen Abend. Ich glaube, heute habt ihr genauso genossen wie ich. Das war ein Highlight in diesem Jahr. Das Jahr neigt sich an dem Ende und das war heute mit Sicherheit eine vorweihnachtliche Stimmung. Wer bekommt schon von einer Legende wie Ronnie Atkins einen Weihnachtssong gesungen, oder? Geil. Und das von Breeding Mates. Liebe Freunde, morgen gibt es natürlich auch wieder was zu gewinnen. Und ich habe schon gesehen, wir haben wieder Preise bekommen von Cherry Bomb, von Act of Creation und noch eine Band. Fällt mir das gerade noch mal ein. Werde ich mal morgen Fotos zeigen. Das kann der Michael erklären. Und morgen haben wir eine geile Band am Start. Jawohl, morgen kommt das Album endlich raus. Wicked Sensation. Und man will ja nicht angeben, aber diesen Deal habe ich Ihnen besorgt. Die Wicked Sensation. Jawohl. Das war ein Act noch, das ich noch für Roar gemacht habe. So, Wicked Sensation. Und morgen mit David Rees am Start. Auf dich freue ich mich wieder. Der gute alte David. Und das war, glaube ich, einer der ersten Videos, wenn es das erste Video war, und zwar Starbreaker und morgen live im Interview. Ich wünsche euch einen guten Abend, bleibt geil, stay heavy und jetzt geht's los mit Wicked Sensation und ich sage gute Nacht und bis morgen um 20 Uhr. Metal is forever. Gute Nacht, Freunde.
Fuck the Neighbors, do it. Rock and roll till the sky! Thank you.